Mir ist langweilig. Keiner spielt mit mir. Oh, dann mache ich jetzt mit dem Schlagzeug Musik. Nein, wer? Aber ich will jetzt Musik machen. Der soll nicht leise sein. Blöde Ziege. So, Max, Schluss jetzt. Ab in dein Zimmer. Aber mir ist langweilig. So, jetzt will ich dir mal was sagen. Na endlich. Jetzt merkt ihr mal eins. Und zwar ein für alle Mal. Mach dies, mach das, aber lass das sein. Hast du das jetzt verstanden? Aua, mein Zahn tut weh. Also gut, dann zeig mal her. Aber du versprichst mir, dass du nicht dran wackelst, ja? Versprochen. Mund auf. Da? So! Mann, mach das auf! Betrüger! Richtig pfeifen kann ich jetzt auch nicht mehr. Das ist ja eine irre Zahnlücke. Der Pfiff, der kommt von der neuen Zahnlücke. Jedes Mal, wenn ich so puste, kommt dieser Ton. Denn ich kann pfeifen. Ich kann pfeifen. Und zwar wie, und zwar so, und zwar ungeheuer laut. Ich kann pfeifen. Er kann pfeifen. Einen Pfiff, einen Ton, einen, den sich keiner traut. Ich kann pfeifen. Er kann pfeifen. Wenn jemand zu mir schlecht ist, was tut, was nicht gerecht ist, dann pfeife ich drauf. Da pfeife ich drauf. Da pfeife ich drauf. Da pfeife ich drauf. Da pfeife ich drauf. War das eben der Brüller? Der hatte doch schon wieder Spielzeug unterm Arm, oder? Wenn ich bloß wüsste, wo der damit hin will. Der geht in den Keller damit. Meint ihr, ich sollte auch in den Keller gehen? Herr Brüller? Ja? Ist ja auch fantastisches Wetter heute, nicht wahr? Ja, blau. Und? Ja, wie läuft denn das Geschäft? Das Geschäft? Sie Witzbold, schon mal was vom Mietendeckel gehört? Aber du hast das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich habe meinen Yoga-Termin abgesagt und bin sofort zu euch geeilt. Selbstverständlich könnt ihr euch auf eure gute Tante verlassen. Also, ihr zieht jetzt erstmal alle zu mir. Zu dir? Ja, das hättet ihr nicht erwartet, wie? Nee. Emmy, hast du das schon gehört? Was denn? Dass wir zur Tante in die Wohnung ziehen. Was? Nee! Lieber lass ich mich selbst vom Brüller klauen und im Keller sperren. Mensch, Emmy, zur Tante ziehen. Das wird schlimm. Da können wir gar nichts mehr machen. Nee. Nicht mehr Schlagzeug spielen, nicht mehr im Bett lesen, nicht mehr Fernsehen, nicht mehr bei Hausaufgaben WhatsApp checken. Nicht mehr auf dem Boden kriechen, nicht mehr Indianer spielen, nicht mehr dreckig werden dürfen. Nicht mehr pfeifen, immer nur irgendwo sein. Nie mehr schnicken, immer nur pünktlich sein. Immer nur Ordnung halten. Immer freundlich sein. Ja. Und immer nur artig sein. Immer die Haare kämmen. Und nur noch Biozeug essen. Quinoa. Kuskus. Ja. Und immer ganz fett. Nö. Dann werd ich pfeifen. Dann werd ich pfeifen. Oh,
und zwar wie, und zwar so, und zwar ungeheuer laut. Ich werd pfeifen, dann lang pfeifen, dass selbst unsere Tante sich nicht zu meckern traut. Und wenn sie dann noch wütet und alles uns verbietet, dann pfeif ich drauf, dann pfeif ich drauf, dann mach ich drauf.